Basteln wir das gute Stück. Also ihr Lieben, ein Träumchen. Hallo ihr Lieben, heute machen wir blitzschnellen Striezel. Nehmen wir Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Prise Salz, Butter, Ei. Das tue ich verkneten und wenn die Masse viel zu trocken ist, kommt da noch 1-2 Esslöffel Milch. Mein Teig ist auch geschmeidig, auch ohne Milchzutaten. So lasse ich ihn eine halbe Stunde ruhen und dann kümmere ich mich um die Füllung. Ich verwende Walnüsse, ihr könnt auch Haselnüsse oder Nüsse eurer Wahl. Und die werden kurz jetzt im Backofen angeröstet und dann fein gemahlen. Und in der Zeit, wo die Nüsse im Backofen sind, habe ich mir 100 Gramm Zucker, braunen, 50 normalen Vanillezucker, Creme Fraiche und jetzt kommt noch Eiweiß hinzu, weil das Eigelb brauchen wir mal zu dem Striezel zu bestreichen. Und wenn der Teig so schön dünn ausgerollt ist, kommt die Nussmasse obendrauf. Schön fein verteilen. Und jetzt rolle ich ihn mit der Matte schön zusammen. Et voilà. So, jetzt kommt noch das Eigelb obendrauf. So kommt er in den Backofen und so wie es noch meine Großmutter gemacht hat, kommen 3 Kreuze drauf. So, jetzt kosten wir das gute Stück. Also ihr Lieben, ein Träumchen. Ich zeige euch noch die ganze Rolle, weil das habe ich ja noch nicht gemacht. Großartig, oder? Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen.